Hallo, mein Name ist Steven Schacher, bin 24 Jahre alt, ich bin Kraftwerkselektriker in der Müllverbrennungsanlage Flözersteig und wir sind jetzt seit 3 Wochen in Isolation. Und prinzipiell feiere ich Ostern schon jedes Jahr, ich werde da immer von der Familie von meinem besten Freund eingeladen und da tischt die Oma ganz groß auf und heuer werden wir es halt so machen, dass ich ein paar Eier verstecken werde, Eierbecken werden wir auch und ansonsten ja, vielleicht... Weiß eigentlich gar nicht. Normalerweise sitzen wir eigentlich immer nur zusammen und essen zu Ostern. Da sind ja alle schon ein bisschen aus dem Alter raus. Aber heuer machen wir sich einen Spaß. Mir hat das schon ein bisschen Sorgen bereitet, wo ich sagte, ja gut, ich gehe rein. Ich habe mir gedacht, gut, es wird verdammt anstrengend. Ich weiß nicht, ob wir uns alle gut verstehen werden und wie sich dann der Alltag einspielen wird. Aber nach ein paar Tagen hat das irgendwie jeder gemerkt, dass super funktioniert, jeder hat seine Aufgaben, jeder weiß, was er macht, jeder schaut am anderen. Keiner schaut auf sich selbst, somit, wenn jeder auf den anderen schaut, ist es irgendwie abdeckt. Durch das, dass wir uns schon davor gut kennt haben, wir sind alle jung, verstehen uns super. Um 21 Uhr haben wir jeden Tag so ein Mensch ärgere dich nicht Turnier. Und die Erwartungen, dass es halt irgendwie stressig, langweilig oder so wird, das ist überhaupt nicht eintroffen, weil das ist ganz okay. Und ansonsten nach der Arbeit, meisten gehen trainieren. Weil wir haben einen Fitnessraum, der für uns extra abgeschlossen worden ist, für uns extra gereinigt, da kommen nur wir rein. Und eine Playstation haben wir auch da, wir haben Basel da, da sitzt gerade ein Kollege dran und so, eigentlich ganz normal, irgendwie ein bisschen surreal fühlt sich das Ganze an, weil man ja doch nicht zu Hause ist. Und die Privatsphäre geht halt gegen null. Aber dadurch, dass wir uns alle gut verstehen und auch irgendwie Möglichkeiten haben, uns aus dem Weg zu gehen, funktioniert das bis jetzt alles gut. Es gibt natürlich ein paar Minuspunkte auch, aber die Pluspunkte überwiegen noch. Ja, ich hoffe halt, dass das Wetter dann, wenn ich rauskomme, hoffe ich, dass das Wetter super ist und dass ich halt da mit Freunden und Familien schwimmen gehen kann, kriegen. So irgendwas. Ich hoffe auch, dass die Maßnahmen dann schon gelockert sind, beziehungsweise dass das über den Berg ist, aber das kann man halt nicht genau wissen. Es kann auch sein, dass ich rauskomme und es gibt halt noch immer Ausgangsbeschränkungen. Ja. Aber ich hoffe halt, dass es nicht so ist und dann sofort was mit Freunden und Familie machen. Egal was, einfach nur mal treffen. Das von den Medien, das kriege ich natürlich mit. Und ich kann, glaube ich, für alle Kollegen reden, dass wir mächtig stolz darauf sind, dass wir da sein dürfen, dass wir das machen, dass wir Teil von dieser Riesenfirma sind, von dieser Großartigen, die das einfach alles bewerkstelligt. Und das mit dem Medieninteresse, das ist auch irgendwie was Einzigartiges. Also das freut uns alle, weil wann hat man schon die Chance, dass so irgendwas auftritt? Ich meine, auch wenn, warum es jetzt auftritt, nicht so leibend ist. Aber so im Großen und Ganzen, wir sind mächtig stolz auf uns und machen das gewissenhaft weiter, so wie davor auch. Und jetzt ist halt andere Maßnahme. Wir haben einen fixen Plan. Wir kehren immer am Montag die Warte auf und wischen es dann raus. Das Klo müssen wir selber putzen und alles. Also, das passt eigentlich. Wir haben da Rollenverteilung. Es macht nicht immer nur jeder die eine Arbeit, sondern wir teilen das gerecht auf, sage ich einmal. Und ja, so fällt eigentlich nichts weg. Es fühlt sich an wie in einer großen WG zum Leben. Es gibt Aufgabenpläne, es gibt ein Wohnzimmer und das und das. Ganz interessant eigentlich, wie das aber gut funktioniert, weil wir haben nicht einmal eine Woche gebraucht, bis wir komplett im Alltag drin waren. Also echt beeindruckend, wie schnell sich der Mensch auf irgendetwas umstellen kann, umgewöhnen und das dann akzeptiert. Das ist eigentlich beachtlich. Ich wünsche allen Kollegen der Wiener AG, egal ob es jetzt im Kraftwerk ist, in der Isolation oder draußen die normalen Arbeiten verrichten, im Homeoffice für den Kundendienst, wünsche ich allen frohe Ostern und durchhalten, schaffen das. Wir sind immer für euch da. Eure Wien Energie.